Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit gingen die 11 Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Liebe Schwestern und Brüder, Dreifaltigkeit Sonntag. Wir feiern das Geheimnis des dreieinigen und dreifaltigen Gottes. Aber wir feiern dieses Geheimnis nicht nur heute. Wir feiern es immer dann, wenn wir, wie gerade am Anfang unseres gemeinsamen Gottesdienstes, das Kreuzzeichen machen. Wir feiern es immer dann, wenn wir uns bekreuzigen, um unser Tun im Alltag und unser Beten im Namen Gottes zu beginnen. Wir feiern es immer dann, wenn wir beten und handeln wollen, im Namen dieses dreifaltigen Gottes, der unser Schöpfer ist, der unser Erlöser ist, der unser Beistand, Tröster und Lehrer ist. Bei jedem Kreuzzeichen erneuern wir unsere Zugehörigkeit zum dreifaltigen Gott. Und wenn wir über dieses Zeichen und die Worte, die wir sprechen, nachdenken, müssen wir bei jedem Kreuzzeichen erkennen, dass Gott so groß ist, dass wir ihn mit unseren menschlichen Vorstellungen nicht erfassen können. Wir müssen einsehen, dass unser Verstand nicht ausreicht, um Gott zu verstehen. Wir müssen es ertragen, dass Gott für uns unbegreiflich ist. Wir müssen es aushalten, dass wir Gott nur als Glaubende finden. Das haben auch Kirchenlehrer und andere Theologen zu allen Zeiten der Geschichte unserer Kirche erkennen, einsehen, ertragen und aushalten müssen. Und jeder von ihnen ist mit diesem Erkennen und Ertragen anders umgegangen. Der heilige Thomas von Aquin hat von einem auf den anderen Tag aufgehört zu schreiben. Seinem Schreiber, der ihn gedrängt hat, ihm die letzten Kapitel seines Werkes doch wenigstens zu diktieren, hat er geantwortet: Ich kann nicht mehr. Alles, was ich geschrieben habe, kommt mir wie Spreu vor. Und aus dem Leben des heiligen Augustinus gibt es eine Legende, die wahrscheinlich manchen von Ihnen gerade schon eingefallen ist. Da wird erzählt, dass er eines Tages am Ufer des Meeres spazieren ging, als er an seinen Schriften über das Geheimnis der Dreifaltigkeit arbeitete und plötzlich vor sich am Strand ein kleines Kind sah, das mit einer Muschel Wasser auf dem Meer schöpfte und es zu einer Grube im Sand trug. Nachdem er eine Weile zugeschaut hatte, fragte Augustinus das Kind: Was machst du da eigentlich? Und das Kind antwortete: Ich will das Meer in meine Grube schöpfen. Aber das ist unmöglich, rief Augustinus.
Das Meer ist viel zu groß und zu tief. Das Kind schaute ihn an und sagte leise: Genauso unmöglich ist es für dich, das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit zu erfassen. Es ist viel zu groß und zu tief. Und dann war das Kind verschwunden. Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen es aushalten, dass wir Gott nur als Glaubende finden. Der heutige Festtag lädt uns dazu ein, als Glaubende auf Gott zu schauen, auf ihn, der in einer Gemeinschaft der Liebe und des Teilens existiert, der sich uns in den drei Personen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zeigt, der sich uns als Schöpfer, Erlöser und heiligende Kraft zeigt, der Beziehung zu uns, seinem Geschöpfen will. Und der heutige Festtag lädt uns auch dazu ein, über unsere ganz persönliche Beziehung zu diesem dreieinigen Gott nachzudenken, unsere Vorstellung von ihm und unsere Erfahrungen mit ihm. Er lädt uns ein, seine Liebe anzunehmen und zu erwidern, seine Unbegreiflichkeit auszuhalten. Amen.